Die folgende Sendung wird Ihnen präsentiert von Timocom, Anbieter der marktführenden Fracht- und Laderaumbörse Europas. Timocom Truck und Cargo, das Powerpaket für Ihre Disposition. Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße recht herzlich heute und zwar zur Ausgabe 6 des Frachtdienstes. Das Jahr neigt sich, wir noch einmal richtig dabei und schalten natürlich hoch. Ihnen kennen Sie, in den nächsten Tagen geht Ihnen das zu und zwar die Ausgabe 5 in Verbindung ganz klar mit dem Themenplan und den Mediadaten. Da habe ich sehr viel überarbeitet und neu ausgerichtet, mussten wir ja auch. Warum? Ganz klar, nächstes Jahr wird der Frachtdienst von 6 Ausgaben auf 8 hochschalten. War noch nie da, müssen wir, ist einfach die Nachfrage da. Und auf diesem Wege möchte ich Ihnen natürlich recht herzlich danken, und zwar, dass Sie uns das ermöglichen. Ein Stück weit hat natürlich auch dazu beigetragen, die Preiskonzeption im vergangenen Jahr in den schwierigen Zeiten, dass wir natürlich auch da richtig Zugeständnisse gemacht haben. Aber das war unser Beitrag, er war richtig. Und wir werden einen Teufel tun, ich sage es wertfrei, im nächsten Jahr da große Geschichten machen. Es bleibt bei der Preisstruktur und werden bestimmt nicht das Pflänzchen Wirtschaft, was jetzt richtig aufblüht, dadurch niedermachen. Ist nicht unsere Art, also gehen Sie davon aus, es wird nach wie vor humane Gespräche geben, was die Budgets betrifft. Dankeschön auf diesem Wege noch einmal dazu. So, geht in den nächsten Tagen zu. Was die Ausgabe 6 beinhaltet, macht in dem Moment jetzt gleich unsere Angelique. Da geht es richtig rund. Hier möchte ich mich noch einmal bei Ihnen bedanken, und zwar bei der IOLA für die IAA, für die freundliche Aufnahme von über 50 oder 60 Filmen, die wir gedreht haben. Vom DAX-Konzern oben angefangen von Herrn Rentschler, bei Ihnen recht herzlichen Dank, bis hin zu Frau Schäffler, bis hin zu den ganzen, wo wir waren, vom Großunternehmen bis zum Kleinstunternehmen, für die freundliche Aufnahme und vor allen Dingen, das möchte ich heute rüberbringen für die Vision, die Sie da gezeigt haben, dass der Kopf oben ist, dass der Blick klar nach vorne gerichtet ist und dass jeder weiß, von Deutschland in die Welt geht hier jetzt ein Signal aus. Die deutsche Wirtschaft hat es geschafft. Es ist keine entgegenkommende Lokomotive. Es ist ein Sonnenaufgang, wo wir uns alle richtig sonnen oder ahlen werden. Das hat auch gezeigt gleich, und zwar bei den Anschlussthemen im nächsten Jahr oder die angesagten Themen, dass viele Aussteller gleich wieder dann auch zu den neuesten Messen im nächsten Jahr dabei sein werden. Zum Beispiel auf der Transportlogistik gibt es große Überschneidungen, wo also alles wieder da ist. Und natürlich auch auf der Logimat bei Herrn Kassander wird sich auch viel aus dem IT-Bereich wiederfinden. Das heißt also, man hat nicht nur gute Kontakte, gute Aufträge von der IAA mitgenommen, sondern man baut weiter die Sache aus. Im Trailerbereich, wo es fast bis zu 90% Einbruch gab, hat man heute fast bis auf 60% wieder eingeholt. Das war auch nur möglich, weil die Mitarbeiter, die freigestellt wurden, nicht verschwunden waren, sondern abgewartet haben, in das Unternehmen ein gewisses Vertrauen eingebracht haben und heute wieder dabei sind und mit anfassen können. Wunderbar, wenn man solche Mitarbeiter hat, auf die man sich verlassen kann. Das macht im Endeffekt ein Unternehmen aus. Ist nicht überall so. So, was habe ich noch? Sollte mal gesagt werden. Top News, sehr viele Anfragen, kann ich nicht allzu viele beantworten. Ich habe hier im Moment nur eins und das ist sehr wichtig, damit Sie mal sehen, was hier alles reinkommt. Da ist eine Anfrage von der Technischen Universität in München von den Herrn Schellung. Herr Schellung fragt an und studiert Distributionsprozesse. So, und hier braucht er aufgrund des ausgestrahlten Clips von uns durch den Leiter der Konzernlogistik bei im VW-Werk, bräuchte er eine Aussage zu Fahrzeugtransportprozessen. Ja, das ist natürlich werde ich das machen. Das heißt, ich selbst werde dieses Ding persönlich an Herrn Zernichen weiterleiten, sodass Sie richtig da vom Feinsten von Leuten, kompetenten Leuten, eine Aussage kriegen können, um ihr Studium zu vervollständigen, zu verbessern. Schließlich geht es um die Elite in Deutschland, ist doch klar. Mache ich, Dankeschön. Sie kriegen eine Kopie. Das ist eine Sache, was uns also hier täglich so auf den Tisch flattert. Dann kommt eine Angelegenheit, ja, das habe ich fast vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob wir dieses Jahr auch den Weihnachtsclip drehen, wieder und so schön und den Kunden zur Verfügung stellen und mit Einblendung des eigenen Namens, des Logos.
Ja, Kinder haben schon Weihnachten, würde ich jetzt fast sagen. Ja, Iswald, ich hab's vergessen. Natürlich drehen wir wieder einen Weihnachtsfilm. Danke für den Tipp. Wir werden es wahrscheinlich zu spät angefasst aufgrund dieses, sagen wir, Volumen an Informationen durch die IAA. Wir werden wieder drehen, vom Feinsten. Wo allerdings? Und wie schön und wie toll alles wird. Das wird kurz vorher rübergebracht, richtig. Wir senden ja noch ein paar Mal. So, das haben wir und so weiter. Zu den Mediadaten haben wir viel Neues gemacht, habe ich Ihnen gesagt. Die Preise werden human gestaltet werden im nächsten Jahr und so weiter. Das soll also so sein. Ganz neu zu guter Letzt ist, in Dubai gibt es einen Veranstalter, der hat uns gebeten, ob wir ihm behilflich sein können, und zwar für eine Irak-Messe in Zukunft im nächsten Jahr. Machen wir. Wir blenden das hier gleich ein, wo Sie Kontakt aufnehmen können in Dubai. Ganz klar. Oder über uns. Wir werden im Irak in dem Moment mitmischen. Und zwar werden wir uns erstmal erkundigen, welche Produkte da vorgestellt werden müssen, was gefragt ist und so weiter. Eine weitere Marktlücke, die es zu schließen gilt. Wir fassen mit an. Sie können über uns die ganzen Geschichten informativ erhalten. Sie sehen immer wieder was Neues. Ich bedanke mich. Es geht rund wieder. Angelique kommt gleich dran. Bleiben Sie dran. Und ansonsten eine gute Zeit bis die Tage. Dankeschön und durchs letzte Quartal. Danke. Wir machen kurz Werbung. Polzug Intermodal, Marktführer im grenzüberschreitenden Containerverkehr zwischen den Nordseehäfen Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam, nach Polen und in die GOS-Staaten. Polzug Intermodal, einfach grenzenlos ökologisch. Guten Tag und herzlich willkommen zur Frachtdienstausgabe Nummer 6. Für Sie haben wir heute folgende Themen. Vom 10.11. bis zum 12.11. präsentiert sich in Nürnberg die Braubiennale. Außerdem bieten wir eine Vorschau auf die Food Logistica Berlin. Bei unseren Schwerpunktthemen gibt es ein Hafen Hamburg Spezial. Dann haben wir mit dabei Flottenmanagement, Spezialfördersysteme, Flurförderzeuge, Gewerbeflächen, Gefahrgut- und Ladungssicherung, der Fuhrpark, Reifen und Equipment sowie den Stellenmarkt. Das war's für Sie von uns. Wir machen gleich weiter mit der Werbung und wenn Sie denn mögen, sehen wir uns zur nächsten Frachtdienstausgabe und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute und erfolgreiche Zeit.